Recht. Wir liegen wie Gulliver da nieder und lassen uns von den unfruchtbaren Themen und Inhalten fesseln wie von hässlichen Zwergen. Wir brauchen einen thematischen Aufbruch und einen Ausbruch aus dieser Fesselung. Wir müssen wieder über Gott und die Liebe Gottes reden. Ich möchte noch ein Beispiel dafür erzählen, wie sehr uns äußere Themen, die neben dem Wesentlichen liegen, binden und blockieren. Entschuldigen Sie, wenn das so persönlich wird, aber es ist eben, glaube ich, wirklich wichtig, hier auch Zeugnis zu geben. Und ich bin wirklich von Herzen dankbar, dass ich nicht nur Theologe bin, sondern auch Jugendseelsorger. Vor wenigen Jahren betreute ich eine Firmengruppe aus einem Wiener Elite-Gymnasium, 8 aufgeweckte Burschen mit vielen Fragen und echtem Interesse. In dieser Zeit starb nach langer Krebskrankheit die Großmutter eines dieser 14-Jährigen. Das führte dazu, dass es lange Gespräche gab und er mir viele Fragen stellte. Wir redeten darüber, warum Gott es zulässt, dass jemand leiden muss, warum es den Tod gibt, was das Kreuz Christi bedeutet, warum sein Gebet um die Gesundung seiner Großmutter nichts genützt hat, was nach dem Tod geschieht, wo seine Oma jetzt ist und so weiter. Das waren substanzielle religiöse Themen, die diesen Burschen wirklich bewegten. Unmittelbar vor der Firmung lud der damalige Abt Gregor dann die jungen Leute zu einem Gespräch ein. Er bat sie, Fragen zu stellen, die er dann bei der Predigt zur Firmmesse beantworten wolle. Also offiziell, stellt mir Fragen. Und nun geschah das so Erschütternde für mich. Anstatt dass der Junge diese Fragen gestellt hätte, die ihn im Innersten wirklich bewegten, fragte derselbe junge Mann den Abt die Frage, warum dürfen Priester nicht heiraten? Die Antwort von Abt Gregor war immer gleich, willst du Priester werden? Ja, also war immer dann die Gegenfrage. Also ich meine, dass die Medien oder auch wir selbst einen pseudo-offiziellen Themenkatalog geschaffen haben, den man in der Öffentlichkeit mit Kirche zu assoziieren hat. Ein amtlich verordnetes, schmales Themenspektrum wie Zölibat, Kondome, geschiedene Wiederverheiratet, Frauenpriestertum, Punkt, aus, Pasta. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir brauchen also einen Befreiungsschlag. Wir Christen sind die Religion, die vor über 2000 Jahren mit dem Engelsruf über Bethlehem in diese Welt eingetreten ist, der lautet, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine große Freude. Der Engel verkündete die Freude angesichts des größten theologischen Mysteriums, das es schlechthin gibt, nämlich der Menschwerdung Gottes. Heute ist euch der Retter geboren. Unsere Freude ist also im Wesentlichen begründet. Und von diesem Wesentlichen her gewinnen erst all die anderen Themen, die heute so frustrationsgeladen diskutiert werden, ihren inneren Sinn. Wenn wir nicht von diesem Wesentlichen her leben und glauben und dann auch mit allen medialen Mitteln versuchen, diese Themen rauszubringen, dann gnade uns Gott. An dieser Stelle noch etwas ganz Persönliches. Natürlich müssen wir uns auch der innerkirchlichen Situation widmen. Und hier meine ich, ist heute mehr als je in der Kirchengeschichte zuvor die Stunde der Laien. Ich bitte Sie als Priester, vor allem auch als Theologieprofessor, als Mönch und Verantwortlicher für Priester einer unaufgeregten Priesterausbildung, dass Sie sich als gläubige Laien in dieser schwierigen kirchlichen Situation wirklich engagieren. Wir können leider gerade oft aufgrund unserer Position nicht immer so, wie wir wollten. Auch zum Schutz für unsere Aufgaben und Institutionen, die wir vertreten. Das ist bei kirchlichen Amtsträgern oft keine Feigheit, sondern die notwendige Zurückhaltung, die das Amt mit sich bringt. Umso mehr meine ich aber, dass wir heute überzeugte Gläubige, Laien, also getaufte und gefirmte Glieder des heiligen Laos tu Teu, Laien sind ja nicht die, die nichts können oder nichts dürfen, sondern die sind Mitglieder des Laos, des heiligen Volkes Gottes, des Gottesvolkes, dass sie durch ihre Stimme und ihr Engagement auf kluge Weise ein Gegengewicht schaffen zum lauten Gebell, mit dem man säkularistische Ansichten vorbringt und Dissens in die Kirche hineinträgt. Als Priester... Als Priester und Zisterziensermönch, der täglich die Messe feiert, täglich 3 Stunden beim Chorgebet steht, täglich den Rosenkranz betet, bitte ich Sie aber auch um den Einsatz der übernatürlichen Waffen. Das ist Gebet und Opfer.
Der Epheserbrief, von dem wir heute schon das Zitat mit der Waffenrüstung gehört haben, der Epheserbrief formuliert ja durchaus realistisch, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereiches. In Heiligenkreuz versuchen wir beides. Durch die Hochschule eine gute Theologie zu machen, die lehramtlich treu ist. Auf der anderen Seite bin ich eben auch Jugendseelsorger. Ich erlebe eine Jugend, die orientierungs- und ziellos ist. Ein bisschen Schulerfolg, ein bisschen Liebelei, ein bisschen Wochenendspaß, das macht doch niemand glücklich. Die jungen Menschen sind auf der Suche und gewinnen können wir sie nur mit übernatürlichen Mitteln. Zu unserer monatlichen Jugendvigil strömen jeden Herz-Jesu-Freitag an die 300 junge Leute, um intensiv zu beten. Es ist bewusst keine heilige Messe, weil viele der Jugendlichen noch nicht liturgiefähig sind. Es ist eine Schule, sich von Gott berühren zu lassen. Wir haben dazu alles, was katholische Spiritualität an bewährten Gebetsformen zu bieten hat, zusammengemischt. Gregorianischer Choral, schwungvoller Lobpreis, eucharistische Anbetung, marianische Lichterprozession, heiliges Schweigen, ein Stück Rosenkranz, eine kurze Katechese, Verehrung der Kreuzreliquie, freie Fürbitten, wenn möglich ein Primitsegen. Es dürfen nur schon Gefirmte kommen. Wir haben Türsteher dafür, das Alte ist also 14 aufwärts. Zugleich sind Erwachsene nicht zugelassen. 35 Jahre ist das Einlasslimit. Außer wenn man Priester oder Ordensfrau ist, denn wir sind ja zeitlos, nicht? Das hat einen rein psychologischen Grund, denn die Jugendlichen wollen unter sich sein. So macht man das auch bei denen bei Partys und Clubbings. Anfangs waren mir die Erwachsenen durchaus böse. Mittlerweile haben sie verstanden. Wenn die Jugendvigil dann um 22 Uhr aus ist, gibt es bis 7 Uhr früh eucharistische Nachtanbetung vom Herz-Jesu-Freitag auf den Herz-Maria-Samstag hinüber. Für viele ist das ein Opfer. Viele kommen extra aus Wien, um in der Nacht dann für die Jugendlichen zu beten. Aber nur dieses opfervolle Gebet der Älteren, also die schon beten können, die noch beten können, nur die führt dazu, dass bei der Jugendvigil so viele sich bekehren, dass wir jedes Jahr ein paar junge Leute taufen dürfen, dass viele geistliche Berufungen daraus hervorgegangen sind und viele Ehepaare. Ich denke zum Beispiel an einen Mitbruder, der noch Protestant war, also zum ersten Mal an der Jugendvigil teilgenommen hat. Was ich sagen möchte, wir haben gegenüber den Liberalen einen mächtigen Vorteil. Diese kennen die Macht der Gnade, die Kraft des Übernatürlichen, der Sieg, der dem Gebet und dem Opfer verheißen ist, nicht. Im Taktieren und im medialen Agitieren mögen sie den Kirchengläubigen derzeit überlegen sein. Trotzdem haben sie im Letzten keine Chance. Sie sind getäuschte Täuscher, weil sie zwar alles berechnen, aber mit einem nicht rechnen, mit der Macht der Gnade Gottes. Doch zurück zu meinem Thema, zur Liebe Gottes, die das Innerste der Welt zusammenhält. Was ist denn das Wesentliche des christlichen Glaubens anderes als Gott selbst, der sich in seiner Liebe geoffenbart hat? Wenn wir das dreifach gegliederte trinitarische Glaubensbekenntnis sprechen, dann bekennen wir erstens einen Gott, der die Welt aus Liebe geschaffen hat, Gott den Vater. Wir bekennen zweitens, dass derselbe Gott uns aus Liebe am Kreuz erlöst hat, Gott der Sohn. Und drittens, dass derselbe Gott in dieser Welt bereits uns in Liebe zusammenfügt, in der heiligen katholischen Kirche, uns aus Liebe die Sünden vergibt und uns das ewige Leben bereitet, Gott der Heilige Geist. Der unergründlich letzte Sinn des Seins hat sich uns als Liebe geoffenbart. Das ist das Wesen des Christentums, das wir wiederentdecken und lauter nach außen verkünden müssen. In diesen ganzen Turbulenzen mit dem Theologenmemorandum war ich mit der Publikation eines Buches beschäftigt, das den Titel trägt, Wie ist Gott? Wie ist Gott? Wie ist Gott? Und mit dem Untertitel, Die Antwort des christlichen Glaubens. Das ist ganz erstaunlich, wie viele Menschen wir darauf geschrieben haben. Es ist ein lesbares Buch, aber doch theologisch verantwortet.
wie viele Menschen mir geschrieben haben, ihnen sind endlich die Augen aufgegangen, was wir eigentlich glauben, was der dreifaltige Gott ist. Und es war auch ein Symptom, voriges Jahr auf der Buchmesse in Frankfurt durfte ich das vorstellen, im Oktober, dieses Buch, Wie ist Gott? Und das war groß in einer Auslage. Wissen Sie, wer stehen geblieben ist und dieses Buch angeschaut haben, mit dem wir dann auch diskutiert haben? Muslimische Imame. Mit langem Bart, das hat sie interessiert. Wie ist der Gott der Christen? An dieser Stelle muss ich nochmals zurück zu Goethe und seinem Dr. Faustus. Also diesen Philosophen und Bildungsstreber, diesen frustrierten Alleswisser, der zwar vieles weiß, aber nicht das Letzte, der zwar finden will, aber doch nicht annehmen will, dass er schon gefunden wurde und deshalb ein ewig Suchender bleibt. In seiner Verzweiflung lässt Goethe den Dr. Faustus ausrufen, es möchte kein Hund so länger leben, drum habe ich mich der Magie ergeben. Nach meiner Erfahrung und all dem, was man bei Zeitgeistanalytikern und Soziologen derzeit nachlesen kann, leben wir in einer Zeit, wo die Religiosität an sich in ist. Wir sind postmodern, postsäkular, um nochmals Jürgen Habermas zu zitieren, geworden. Immer mehr Menschen bezeichnen sich auch als religiös. Freilich mit einer Mentalität, die man charakterisieren muss mit Religiosität ja, aber Kirche nein. Oder noch pointierter, Religiosität ja, aber Gott nein. Denn die religiösen